kommt genau das raus. Warum? Ja, weil Menschen immer auf sich selber schauen. Leute schauen immer auf sich selber, was will ich, was bringt mir einen Vorteil. Die können nicht einfach anderen Menschen helfen. Und es gibt eine goldene Regel, so wird die manchmal genannt in der Bibel, die heißt, sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere hinzufallen. Und wenn wir uns umschauen, dann denken wir oft, na, ohne Fleiß kein Preis, ich muss schon was leisten für meine Arbeit. Aber das Problem ist, wenn wir anfangen, für unsere normale Arbeit wie der Busfahrer, dann Geld zu verlangen, ja? Ja, ist der Busfahrer. Das ist ja nur Beispiel. Genau. Aber das ist doch, steckt doch alles bei uns drinnen, ja? Der Ehemann, der eine extra Belohnung haben will, wenn er einmal den Müll runterträgt, ja? Die Frau, die ein extra Ich liebe dich haben will, wenn sie dem Mann das Bier vom Fernseher stellt oder was auch immer. Wir wollen doch alle immer gewertschätzt werden. Wir wollen doch alle immer was bekommen. Der hier wollte jetzt Geld haben. Aber bei uns ist doch nicht anders, meine lieben Herren. Wir wollen doch auch immer toll gefunden werden. Wir wollen doch immer, dass die Leute was, von uns was geben, ja? Und manche ist es hier vielleicht zu laut, tut mir leid. Aber so ist es halt in der Demokratie. Jeder hat seine Meinungsfreiheit. Sie können gerne auch was anmelden und darüber reden, was Ihnen wichtig ist. Und wir haben hier Schriften, wir haben hier Zeugnisbücher, wo Leute über Leben berichten. Wir haben Bibeln da, Sie können sich einfach was mitnehmen. Wir werben für keine Organisation, Gruppe. Wir sind, ehrlich gesagt, Christen aus fünf verschiedenen Gemeinden. Uns geht es gar nicht darum, da irgendwelche Leute in irgendwelche Organisationen reinzuziehen, sondern es geht darum, dass Sie selber eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und eine persönliche Beziehung mit Gott können Sie nur mit Gott finden. Da kann Ihnen ein Mensch vielleicht behilflich sein, aber Sie brauchen Frieden mit Gott. Und der fängt im Herzen an. Ja, der fängt im Herzen an. Ja, wie ist es denn mit deinem Herzen? Ist da Gott zu Hause? Das ist die große Frage. Wer ist zu Hause, ja, in unserem Herzen? Bin das ich? Regiere ich in meinem Leben? Sitze ich auf dem Thron? Oder vielleicht wäre es mal gut, wenn wir nachfragen, was Gott nicht haben möchte, ja? Weil er hat Himmel und Erde gemacht, er hat alles wunderbar geschaffen. Und wir sehen es überall in der Schöpfung, ja, wie wunderbar der Baum hier ist, wie wunderbar wir Menschen sind mit Selbstheilungskräften und so. Und das ist das Wichtige, dass sie Frieden mit Gott haben. Und den wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Gottes Segen, gehen Sie gern vorbei, nehmen Sie was vorbei. Es ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst.